Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Genossinnen, liebe Genossen, sehr geehrte Damen und Herren, ich überbringe euch die herzlichsten Grüße des DGB-Bezirksvorstandes. Die Vorsitzende des DGB, Iris Kloppich, lässt euch ganz herzlich grüßen. Wir haben leider heute auch noch gleichzeitig eine Veranstaltung zur Rentenpolitik in Riesa und da muss sie da sein und deshalb hat sie mich gebeten, heute hier teilzunehmen. Linke, SPD und Gewerkschaften sowie die Grünen haben in den zurückliegenden Monaten eine neue Form der Zusammenarbeit gefunden. Die Vergabegesetzkampagne Billig kommt teurer haben wir als Gewerkschaften mit den Parteien zusammen in den Sächsischen Landtag eingebracht und wir haben vor Ort auf Straßen und Plätzen Druck gemacht. Uns eint die Überzeugung, dass wir in Sachsen ein neues Vergaberecht brauchen, das nicht mehr auf den billigsten Anbieter setzt. Tarifliche, soziale und ökologische Kriterien müssen in den Mittelpunkt rücken. Unser gemeinsamer Gesetzentwurf von SPD, Linken und dann auch bald von den Grünen wird dafür die richtige Grundlage bilden. Bei der Erarbeitung haben wir eng zusammengearbeitet. Und deshalb möchte ich ganz herzlich auch an dieser Stelle meinen Dank an Kalli Zeiss, an Klaus Tischendorf, an Enrico Stange und Thomas Kind sowie an Werner Gläsel geben für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Gesetzeserarbeitung. Und den Dank, der ist an die Genossen. Ja? CDU und FDP haben reagiert und sie mussten reagieren und sie haben jetzt ein Gesetz vorgelegt. Aber was soll man von Parteien erwarten, die lediglich den Status quo in Sachsen verwalten? Kosmetische Veränderungen, aber kein modernes Vergaberecht. Die sächsische Regierungspolitik, Genossinnen und Genossen, erinnert mich an das Leben von Michael Jackson. Ihr kennt den vielleicht noch, Thriller und Moonwalk sind ja berühmte Alben. Der Ruhm und der Erfolg liegen ganz weit zurück. Die letzten Jahre waren bestimmt von Schönheitsoperationen und von Skandalen. Für Sachsen nenne ich die Landesbank, die Funkzellenabfrage und die Strafverfolgung von Blockierern. Auszuhalten ist das nur mit einem gehörigen Maß an Selbstüberschätzung und an starken Medikamenten. Und wer den gestrigen Auftritt des Wirtschaftsministers Morlock im Bundestag gesehen hat, der kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass wir einen absoluten Tiefpunkt bei der politischen Güte der Staatsregierung erreicht haben. Die Kollegen im Landtag werden das vielleicht öfter haben, aber im Bundestag war das wirklich eine Sternstunde nach unten. Wir brauchen, und das ist klar, in Sachsen einen Politikwechsel. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren die zurückliegenden Jahre von Schwarz-Gelb verlorene Jahre. Die Kernprobleme unseres Landes wurden nicht angegangen. Die schlechte Einkommenssituation. Jeder Vierte ist im Niedriglohnbereich beschäftigt. Massenhafte Zunahme von prekärer Beschäftigung, Leiharbeit, Minijobs, befristete Beschäftigung. Der Bildungssektor, Schulen und Hochschulen werden auf Verschleiß gefahren. Der öffentliche Dienst insgesamt leidet unter einem Fachkräftemangel. Und gegen diesen Fachkräftemangel werden lediglich Eierschecken verteilt. Die Arbeitslosigkeit von Schleckerfrauen oder von Plamag-Beschäftigten wird bewusst in Kauf genommen. Diese Politik darf 2014 nicht in die Verlängerung gehen. Ich habe es satt, dass die CDU-Leute immer wieder stöhnen, dass sie dies und jenes nicht mit der FDP durchsetzen können. Ja, wer mit einer Werbeagentur mit angeschlossener Partei Politik machen will, der darf sich nicht wundern, wenn er nur Smiley-Schilder und Eierschecke bekommt. Auf Bundesebene haben die Gewerkschaften ihre Anforderungen an die Bundestagswahl 2013 formuliert. Gute Arbeit, sichere Renten, soziales Europa. Unter dieser Überschrift wollen wir uns als Gewerkschaften in die Bundestagswahl einbringen. Die Parteien, ihre Programme und die Kandidaten auf den Prüfstand stellen. Wir wollen, dass die nächste Regierung nicht daran vorbeikommt,
den gesetzlichen Mindestlohn endlich einzuführen, dass wir eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt erreichen und prekäre Beschäftigung eingedämmt wird. Ordentliche Arbeitsplätze mit guter Bezahlung und eine Rentenpolitik, die die Fehler der letzten Jahre korrigiert, wie zum Beispiel die Absenkung des Rentenniveaus oder die Rente mit 67. Damit kann Altersarmut verhindert werden. Und nach einem Politikwechsel im Bund 2013 brauchen wir diesen 2014 auch in Sachsen. Ein Weiter-so kann sich Sachsen nicht leisten. Dafür stellt dieser Parteitag heute die Weichen. Deshalb wünsche ich euren Beratungen viel Erfolg und ein herzliches Glück auf.